ein herzliches Willkommen, auch von uns beiden nochmal, zum Print-Day, zum ersten Mal in Mülheim an der Ruhr. Und das war's auch schon mit der Introduction, jetzt geht's nämlich los. Fakten, Fakten, Fakten. Was wollen wir Ihnen heute zeigen? Wir gehen nochmal ganz kurz ein auf das, was wir beim letzten Mal veröffentlicht haben, auf dem letzten Print-Day, damit man auch verstehen kann, wie es sich weiterentwickelt hat. Ich würde dann im darauffolgenden, den nachfolgenden Slides etwas auf die möglichen Use Cases eingehen, ohne da Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Aber ich möchte Ihnen gerne mal einen Eindruck verschaffen, was wir alles damit machen könnten und können. Dann gibt es eine Live-Demo. das wird anstrengend. unser neuen Tools, das übernimmt der Herr Kran. Und dann gibt es noch weitere Infos zu unserer Roadmap und einige konkrete Themen, aber auch, was wir insgesamt thematisch in den nächsten Monaten schaffen wollen. So, was ist die Print Cloud? Für alle, die nicht da gewesen sind beim letzten Mal, die Print Cloud ist im Grunde genommen eine hochskalierbare Cloud-native Anwendung, die es ermöglicht, asynchron PDFs zu rendern, um flexibel, headless Systeme anzuschließen. Das heißt also, unser System ist in der Cloud. Irgendein beliebiges System, ein PIM, ein CRM, ein Campaign-System kann angebunden werden über REST oder ähnlichen Schnittstellen. Und letztendlich wird dann auf Basis von Templates werden die Layouts gerendert und dann als PDF zurückgeliefert. Das Ganze, wie gesagt, headless, aber natürlich möglichst ohne den Kopf zu verlieren. Was heißt headless dann in dem Zusammenhang? Natürlich gibt es Publishing-Systeme, wie aber auch Content-Systeme, da ist es noch weiter verbreitet, mit Frontend und über bestimmte Technologien, wie beispielsweise auch bei der PrintSuite, werden dann Publishing-Funktionalitäten zur Verfügung gestellt, mal mit, mal ohne API und Anbindung von Fremdsystemen. Und letztendlich haben wir das Frontend komplett von der Print-Cloud getrennt. Wir bieten leistungsfähige Schnittstellen und so lässt sich relativ einfach die Print-Cloud in beliebige Systemlandschaften integrieren und somit auch Print-Publishing anbieten. Natürlich gibt es eine API, das sieht man da rechts schon, die sehen wir auch gleich live. Die ist aber eigentlich ausschließlich fürs Management und die Administration. Und der ganz prinzipielle Ablauf ist so, wie er auch schon vorher spezifiziert war. Da hat sich prinzipiell nichts dran geändert. Also irgendein Content-System liefert strukturierte Daten ab. Diese werden verarbeitet, werden gerendert und wieder ausgeliefert. Da springe ich mal drüber weg. So, hier nochmal die Zusammenfassung. Da gehe ich mal nur auf den rechten Teil ein. Was sind wir nämlich alles nicht? Die Print Cloud ist kein PIM, kein MAM, kein CRM oder irgendwas anderes. Es ist auch kein Ersatz für die PrintSuite. Im Gegenteil, es kann auch interagieren oder zusammenarbeiten mit der PrintSuite. Und die PrintSuite bietet deutlich mehr Möglichkeiten für komplexe Arbeitsprozesse, wenn ich Layouts in Arbeitsgruppen, Workgroups erarbeiten möchte, habe ich dort weitaus mehr Möglichkeiten als in der Print Cloud. Und wir wollen mit der Print Cloud im Grunde genommen mit allen anderen Systemen, die es so gibt am Markt, flexibel und effektiv zusammenarbeiten. Auch ganz untätig waren wir in den letzten Jahren nicht, was neue Kunden anbelangt. Diese ganzen Kunden sind auf der Print Cloud oder benutzen Print Cloud Technologie. Der Herr Wozniak-Feld, Meier, ne? Genau, wird, glaube ich, auch in einem Vortrag nochmal darauf eingehen. Also auch Vago ist Nutzer der Technologie. Und wir haben weiter an den Datenschnittstellen gearbeitet, die wir Data Agents nennen.
Beispielsweise mit Akeneo besteht schon sehr lange, jetzt ganz frisch Informatiker, was wir, glaube ich, gleich auch nochmal sehen werden. Und auch dafür gibt es, glaube ich, einen Stand, aber auch hier werden wir es nochmal sehen. Mit Shibo Systems sind wir in Gespräch mit 4Beyond etc. etc. Jetzt zu den Use Cases, wie sieht das allgemein aus? Angefangen sind wir mit Marketing-Datenblättern und technischen Datenblättern. Eines der allerersten Systeme, die wir angebunden haben, war zum einen das Akeneo PIM-System und zum anderen ein System von Vago, ein, soweit ich weiß, selbstgestricktes internes System. Und das habe ich jetzt mal so bezeichnet, das, was wir mit Akeneo machen, als On-Demand. In diesem Szenario können wir Marketing-Datenblätter, technische Datenblätter, aber auch sowas wie Labels, Sticker, Point-of-Sale-Material etc. erzeugen. Was haben diese Use Cases alle gemeinsam? Das Frontend befindet sich dann meistens in einem anderen Content-System, CRM, PIM, was auch immer. Und eine, ich sage es jetzt mal, überschaubare Anzahl von Usern drückt on demand auf einen Knopf und dann wird ein PIM zurückgeliefert. Ein PDF. Ein PIM zurückgeliefert wäre schön. Der Vago-Use-Case taucht deswegen hier noch nicht auf, sondern etwas später, weil der noch ein paar, eigentlich sehr vergleichbar ist auf der anderen Seite ein paar Besonderheiten hat. Gut. Der zweite Bereich, Beispiel habe ich noch eingeblendet, richtig. Die könnten dann so aussehen, also typische technische Datenblätter, Qualitätsüberprüfungsdatenblätter, die zur Datenpflege im PIM gehören könnten. Oder auch für Marketingzwecke benutzt werden. Der zweite größere Bereich habe ich jetzt mal Data-Driven getauft. Was könnte das sein? Das ist eher noch nicht hoch individuell, aber es sind trotzdem personalisierte Werbemittel, die ich beispielsweise auf Basis von Kampagnenplanung in einem Kampagnensystem oder einem CRM-System aufbauen kann. Und das führt dann letztendlich dazu, zum Beispiel personalisierte Postkarten machen zu können oder Geschäftsbriefe individualisiert bis zu dem Grad eines Segments, was ich vorher definiert habe. Bietet also auch schon neue Möglichkeiten. Das könnte dann so aussehen. Event-driven ist dann tatsächlich die Überspitzung auf ein individuelles PDF pro Person. Was verstehe ich darunter? Beispielsweise könnte das ein Warenkorbabbrecher in einem E-Commerce-System sein, was dann dazu führt, dass ein entsprechender Trigger automatisiert, also kein On-Demand per User-Befehl, sondern per Event, die Daten an unser System rübergegeben werden, dann entsprechend PDF erzeugt wird, zum Beispiel eine Postkarte mit den individuellen Produkten und einem extra Coupon. Und dann wird es zunächst mal zwischengespeichert, bis eine gewisse Anzahl von PDFs erreicht ist, sodass es auch Sinn macht, einen Lettershop beispielsweise die Daten zu übergeben, dass die dann innerhalb kürzester Zeit produziert werden können. Aber das gleiche oder ähnliche Dinge könnten natürlich auch aus einer Empfehlungsmaschine kommen oder aus dem Social Media. Da ist der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Aber sicherlich ist die Printcloud derzeit nicht dazu gedacht, um komplexe Kataloge zu machen und dann womöglich noch individualisiert über 50, 60 Seiten mit Content, mit Inhaltsverzeichnis und so weiter. Das ist nicht die Zielsetzung. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Bestimmte Coupons, das ist da ein Heft zu sehen, wäre natürlich auch möglich. Oder diese typischen Coupon-Listen von Fastfood-Ketten. Aber auch diverse andere Dinge. Und dann sind wir, das habe ich mal In-Time-Use-Case getauft, da sind wir dann eher bei dem Vago-Case. Die Print-Cloud wird angebunden an ein E-Commerce-System, das weltweit verfügbar ist, wo
sich eine große Anzahl von Usern bewegt und eine große Anzahl von Usern PDFs anfordert, die dann unterschiedliche Dinge zeigen können, bis vom einfachen Produktdatenblatt, das in Ihrem Fall schon eine gewisse Komplexität erreicht hat, bis hin zu einem Produktvergleich oder ähnlichen Dingen, wo also viele Produktdaten live in Time vom User angefordert wieder zurückgeliefert werden. Also genau das, was eigentlich Herr Huber eben gesagt hat. Manchmal macht es eigentlich auch Sinn, Produktinformationen nach typografischen Printregeln komprimiert auf einem PDF zu haben. Das sieht dann so aus, ein Vago-Produktdatenblatt auf, ich glaube, Japanisch oder Chinesisch, bin mir nicht sicher. Und eins auf Deutsch. Oder auch Paketbeilagen wären denkbar, wobei da natürlich dann die ganze Logistikkette gelöst werden muss, das ist ja klar. Das ist eigentlich die größere Herausforderung an der ganzen Geschichte. So dass wir auf ein Architekturszenario kommen, das auf der rechten Seite sehen Sie hier die vier Anwendungsfälle und auf der linken Seite Daten, die wir über Data Agents importieren. Ich würde vorschlagen, dass ich auf die Mitte erstmal nicht eingehe. Wenn da jemand Fragen hat, was exakte Detailfragen hat, kann er gerne auf uns zukommen, weil wir müssen ja noch ein bisschen Zeit aufholen. Ne? Und genau das ist jetzt mein Stichwort oder deins. Mein Stichwort. Dankeschön, Dietmar. Bitte. Genau, Dietmar hat jetzt einiges zu den Use Cases und den grundsätzlichen Specs zur Print Cloud erzählt. Ich gehe jetzt ein bisschen mehr ins Hand-on rein. Das heißt, für die, die auch künftig mit der Print Cloud arbeiten werden, die schon mal vielleicht mit Comet-Projekten gearbeitet haben, für die wird das jetzt, glaube ich, ganz interessant werden. Und zwar haben wir ein neues Management-Tool entwickelt, unsere Print Cloud Management App, über die künftig unsere Projekte verwaltet werden. So, das heißt, man kann sich hier entsprechend über eine Webseite entsprechend bei uns anmelden und kommt dann in unsere Print Cloud Management App. Das heißt, Partner und künftig auch Kunden können sich dann direkt hier bei uns anmelden und ihre Projekte verwalten. Also wenn ich als Partner unterwegs bin, habe ich vielleicht auch verschiedene Projekte, die ich verschiedene Kunden, die ich entsprechend betreue. Das heißt, hier hat man entsprechend die Auswahl, dann seinen Kunden und das jeweilige Projekt hier auszuwählen. Man hat die Möglichkeit, hier entsprechend ein bisschen Sprache zu ändern. Wenn das mal, wir wollen ja das alles aufzeichnen, deswegen gehen wir mal auf Englisch, dass wir auf Englisch unterwegs sind. Wir haben hier ein Dashboard. Das Dashboard wird allerdings künftig noch überarbeitet werden. Hier wollen wir dann statistische Informationen zu den Renderern, wie zum Beispiel wie viele Dokumente wurden in einem gewissen Zeitraum gerendert. Vielleicht gibt es pro Projekt auch noch spezifische statistische Informationen, die wir dann bereitstellen wollen. Momentan zeigen wir hier jetzt eine Übersicht über die aktuellen Projekte, die dem Benutzer, in dem Fall mir, zur Verfügung stehen. Ich habe hier die Möglichkeit, mein Projekt, wie gesagt, auszuwählen und dann eben das aktuelle Projekt zu bearbeiten. Im ersten Schritt dreht sich alles um das Comet-Projekt. Wir arbeiten ja intern mit Comet-Projekten, wie man das dann aus der Vergangenheit, hat man das gerne mal XML-Offline-Projekt genannt. Hier hat man die Möglichkeit, das hinter diesem Projekt liegende Projekt, hinter diesem Print-Cloud-Projekt liegende Comet-Projekt, also ein bisschen viel Projekt immer drin, entsprechend runterzuladen, dann halt mit unseren Tools weiter zu bearbeiten und dann das bearbeitete Projekt auch wieder hochzuladen. Das geht einmal hier über die Webseite. Das wird künftig aber auch direkt aus unseren Werkzeugen heraus funktionieren. Also ich gehe gleich auch nochmal auf unsere Werkzeuge ein, die wir neu entwickelt haben. Der eine oder andere wird vielleicht die Workbench aus der Vergangenheit noch kennen. Die haben wir inzwischen abgelöst. Da gibt es ein neues Werkzeug, aber dazu gleich noch mehr. Über den Bereich Integrations gibt es dann die Möglichkeit, den ganzen Datenfluss von woher kommen meine Daten, sprich meine Datenquelle, die eben schon angesprochenen Data Agents, zu konfigurieren,
dann irgendwas mit den Daten zu machen. Also wir planen dort diverse Transformationsmöglichkeiten zu integrieren, dass man diese Daten zum Beispiel über reguläre Ausdrücke anpassen möchte, dass man vielleicht auch aus verschiedenen Datenquellen Daten mergen kann, Tabellen konfigurieren, vielleicht kommt auch mal eine Übersetzung dazwischen. Also da sind die Möglichkeiten theoretisch unbegrenzt. Und dann das Ganze zu exportieren, zum Beispiel, ich möchte das an ein PIM-System zurückschicken, dann brauche ich ja irgendwelche Credentials, um das PIM-System dann auch ansprechen zu können. Oder vielleicht habe ich auch irgendwo einen FTP-Server, einen S3-Bucket, irgendwas in der Richtung liegen, wo ich die Daten abgelegt haben möchte. Das kann man dann künftig hier konfigurieren. Und im letzten Schritt, wenn ich mein Projekt soweit konfiguriert und hochgeladen habe, dann möchte ich mich auch um das Thema Deployment kümmern. Was heißt jetzt in dem Falle Deployment? Deployment heißt, ich habe nicht nur eine Produktionsumgebung, sondern ich habe auch eine Staging-Umgebung, wo ich dann halt meine Änderungen testen kann, bevor ich das Ganze auch produktiv stelle. Weil direkt am Produktivsystem arbeiten, das möchte keiner. Da hat man in der Vergangenheit sicherlich auch schon mal das eine oder andere Bauchschmerz mitgekriegt. So, das heißt, hier kriegt man in der Deployment-Übersicht dann angezeigt die Änderungen, die man zuletzt durchgeführt hat, die letzten Uploads, die erfolgt sind. Wir haben hier komplett eine Versionierung hinterlegen. Das heißt, jeder Upload, jede Änderung wird komplett versioniert. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, auf eine alte Version jederzeit zuzugreifen. Falls man dann doch mal einen Fehler gemacht hat und das rückgängig machen möchte, kann man sich entsprechend das hier runterladen. Genau, aber nichts Schöneres, als das Ganze auch mal wirklich in Action zu sehen. Das heißt, ich lege jetzt einfach mal ein neues Projekt an. Ich habe hier die Möglichkeit, das auf zwei Arten zu machen. Ich kann ein neues Projekt basierend auf einem Template, zum Beispiel, wenn ich ein Akeneo-Kunde bin. Ich habe ein Akeneo-Projekt und wir haben dann entsprechend schon vorbereitete Templates, die auf dieses Content-System angepasst sind. Dann könnte ich einfach ein Template auswählen und darauf basierend dann arbeiten. Oder ich kann einfach ein neues Projekt anfangen, sozusagen from scratch, und dies dann entsprechend hier hochladen. Das heißt, hier in der nächsten Sicht würde ich dann entsprechend, wenn ich dann mehrere Tenants zur Verfügung habe, also mehrere Kunden, dann entsprechend meinen Tenant auswählen. Ich wähle jetzt hier einfach mal example.com und dann kann ich einen Projektnamen festlegen. Ich nenne den jetzt einfach mal Print Day. Dem Ganzen kann ich auch noch einen schönen Namen geben. Und wenn ich möchte, auch noch eine Beschreibung für den Print Day. So, das heißt, jetzt legt das System im Hintergrund das Projekt an. Das dauert immer einen kleinen kurzen Moment. Warum dauert das Moment? Vielleicht als Hinweis, genau. Im Backend haben wir ein Repository integriert, in dem es jetzt gerade hochgespielt wird und damit auch eine Versionierung und man vorhanden ist und man kann wieder rollbacken, wenn was schief läuft. Genau, richtig. Also das ist die ganze Vorbereitung im Hintergrund, die dann stattfindet, bevor es dann zum nächsten Schritt geht, nämlich dass ich mein Projekt dann hochlade. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Comet-Projekt, das habe ich hier sowohl ausgepackt vorliegen, als auch jetzt als ein ZIP-Archiv. Dieses ZIP-Archiv kann ich jetzt einfach nehmen und per Drag and Drop, wie man das ja von Webanwendungen heute kennt, einfach hier rüberziehen. Ich hätte aber auch einfach draufklicken können, dann öffnet sich ein Dateibrowser und dann kann ich das entsprechend auswählen. Dann kann ich einen Commit-Namen angeben, einfach damit ich weiß, was habe ich denn hier hochgeladen, was ist vielleicht meine letzte Änderung, einfach nochmal so ein Hinweis. Ich würde jetzt sagen, ich nenne das einfach mal Initial Upload und dann starte ich den Import. Auch da, das was Dietmar gerade schon gesagt hatte, es findet jetzt ein Import in das Repository statt, es wird ein Abgleich vorgenommen, was wurde tatsächlich geändert, was ist neu dazugekommen, was ist vielleicht verloren gegangen, also gelöscht worden in dem Projekt in der Zeit. Es fänden dort Validierungsschritte durch, werden vorgenommen, das heißt, gibt es dort irgendwelche Dinge in dem Repository, die da nicht reingehören? Vielleicht gibt es auch Skripte, die Aufrufe enthalten, die wir in der Print Cloud nicht haben wollen. Künftig stellen wir uns das auch so vor, dass sowohl hier als auch später beim Deployment, was ich gleich dann im Anschluss zeigen werde, dass wir dort dann auch Projektvalidierung haben werden, bis hin zu später einem tatsächlichen Vergleich von zwei Revisionen, dass ich halt eine alte Revision nehme von meinem Stand und eine neue Revision. Diese einfach nebeneinander stelle, um zu schauen, okay, wie hat sich denn mein Output verändert tatsächlich durch meine Änderung. So, habe ich auch die Zeit gut rübergebracht, also der Upload ist erfolgt.
Ich kann jetzt auf Finish klicken und das heißt, ich habe jetzt hier mein Printday-Projekt, was hier hinzugefügt wurde. Es ist auch automatisch ausgewählt als neues Projekt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel in meinen Bereich Deployment gehen und dann sehe ich hier auch meinen Initial Upload, der ist hier entsprechend hinzugefügt worden. Und jetzt kann ich hingehen und das Ganze auf die Print Cloud tatsächlich. Wir bewegen uns ja jetzt hier nur quasi in unserer Management-Applikation. Wir bewegen uns quasi in unserem Repository, aber jetzt möchten wir das Ganze wirklich in die Print Cloud deployen. Und dafür haben wir dann entsprechend hier einen Deploy to Staging. Es gibt auch noch einen Deploy to Production und tatsächlich einen Download-Button. Aber ich möchte das im ersten Schritt auf Staging-System deployen. Und hier habe ich die Möglichkeit dann zu sagen, sofern das in meinem Projekt hinterlegt ist, einen Testcase direkt auszuführen. Das heißt, ich habe dort einen Produktdatensatz einfach mal hinterlegt. Und diesen kann ich jetzt hier auswählen. Es können auch mehrere sein. Und dann bestätige ich das einfach. Und jetzt findet halt ein Deployment in Richtung Print Cloud statt. Das heißt, jetzt wird das Ganze paketiert, übertragen und im Anschluss daran dieser Testcase ausgeführt. Ja, im Hintergrund, wie gesagt, das Deployment greift halt entsprechend auf unsere Versionierung zurück, holt sich dort entsprechend die passende Revision raus, deployt das Ganze. Das Deployment ist jetzt auch schon Erfolg, hat er gerade angezeigt. Jetzt wird der Test ausgeführt. Und wenige Stunden später sollte eigentlich dann auf magische Weise ein PDF kommen. In dem Fall habe ich jetzt hier ein relativ einfaches Template mit ein paar Informationen zu einer Kamera. Das kann ich mir dann hier entsprechend anschauen. Genau, ich habe gerade aber auch schon von Werkzeugen gesprochen. Die möchte ich dann natürlich auch zeigen. Wie kann ich jetzt Änderungen einfach durchführen an meinem Projekt und das Ganze dann entsprechend hochladen und auch diese Änderungen dann sehen? Dazu haben wir auf der einen Seite, was man ja kennt, unsere InDesign-Plugins. Das heißt, ich kann jetzt hier in dem Projekt einfach zum Beispiel das Template mal öffnen, was dahinter steckt. Das ist dieses hier. Hier sieht man eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was man eben in dem PDF schon gesehen hatte. Also hier unten ist zum Beispiel dieser Balken mit der grünen Farbe. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir hier durchaus ändern können. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der InDesign-Experte. Du kannst auch einfach aus der unteren Palette da was, eine Farbe auswählen. Ach so, hier unten meinst du, oder was? Nee, da. Also hier? Ah, okay. Ah ja. Oh, ich bin im falschen sehr, Rahmen, das Licht. Sehr schön. So, genau. Ah, hier sehen wir das jetzt auch besser. Und dann machen wir das einfach mal hier so pink. Und dann gehen wir wieder in unsere Template-Übersicht. Speichern jetzt dieses Template ab. So, das habe ich jetzt hier gespeichert in dem Projekt. Das kann ich das hier zumachen. Dann habe ich gerade gesehen, aus irgendeinem Grund ist mir hier so ein Präfix von meinem Titel reingekommen. Deswegen möchte ich gerne den Platzhalter hier bearbeiten, weil anscheinend kommt der nicht aus den Daten, sondern das ist in dem Platzhalter konfiguriert worden. Dafür hätten wir früher die Workbench verwendet, um diesen Platzhalter oder das dahinterliegende Skript zu bearbeiten. Heute haben wir ein Plugin für Visual Studio Code dafür im Einsatz. Das kann man dann entsprechend einfach bei uns heute über unseren FTP-Server runterladen und dann entsprechend sein Visual Studio integrieren. Das heißt, hier auf der linken Seite sieht man dann, habe ich dieses P für Print Comet und dahinter befindet sich dann entsprechend unsere Tools, um mit dem Comet-Projekt zu arbeiten. Das heißt, man kann einfach den Ordner des Comet-Projektes öffnen und hat dann hier entsprechend die Möglichkeiten, Platzhalter oder auch Action-Skripte, Panel-Statements zu bearbeiten. In dem Falle, ich weiß, ich möchte mir einen Platzhalter angucken. Hier habe ich eine Liste von Platzhaltern in dem Projekt. Da gibt es zum Beispiel einen Textplatzhalter, der heißt Product Label. Und dahinter habe ich dann Skripte liegen. Es gibt ja ein Skript, das ist so ein Load-Skript. Das heißt, beim Laden des Platzhalters wird ein bestimmtes Skript ausgeführt. Ich kann dann entsprechend hier direkt in dieses Skript reinspringen. Also die Applikation behält auch überall ihren Fokus. Ich habe hier entsprechend mein Skript. Und hier habe ich tatsächlich dann auch in der Zeile 69 gibt es hier entsprechend eine Umwandlung meines Textes in einen Tag-Text für halt InDesign in dem Falle. Und
da war mal einer drin. Setze ich mal einen anderen rein. Wahrscheinlich habe ich das beim Testing schon wieder rausgenommen gehabt. Nehmen wir einfach mal einen Test rein. Eigentlich sollte hier der Präfix drin stehen. Gut, aber eine Änderung müssten wir dann auf jeden Fall gleich sehen. So, ich habe das jetzt hier gespeichert. Jetzt gehe ich hier hin. Hab hier meinen Projektfolder. Ich hatte hier eben dieses ZIP hochgeladen. Das schmeiße ich jetzt einfach mal weg und erstelle ein neues. Das ist jetzt momentan noch ein bisschen unschön, dass man dieses ZIP hier manuell erzeugen muss. Hier möchten wir auch direkt in das Visual Studio Code Plugin eine Funktion integrieren, um A, dieses ZIP direkt zu erstellen, aber auch direkt einen Upload, also eine Anmeldung und einen Upload direkt in das Print Cloud Management Tool vorzunehmen. Aber eine Möglichkeit ist einfach, dieses ZIP zu erzeugen. Und dann gehe ich halt entsprechend hier wieder auf die Webseite, gehe hier in meinen Commit-Folder, gehe hier auf Upload, nimm mein ZIP, ziehe es hier rein, sage halt hier Changes for Print Day Demo. Führe jetzt meinen Upload entsprechend wieder durch. Also wie gerade schon erzählt, im Hintergrund findet jetzt komplett die Versionierung statt, ein Vergleich der letzten Version mit der neuen Version, was sich daran geändert hat. Und dann wird das Ganze entsprechend als neue Revision eingecheckt. Genau, jetzt ist das auch schon durch. Das heißt, jetzt hier unter Deployment habe ich jetzt nicht nur die alte Version hier, Initial Upload, sondern ich habe jetzt auch eine neue Version, Changes for Print Day Demo. Und die möchte ich jetzt gerne deployen und meinen Test Case wieder ausführen. Also auch jetzt wieder Deployment Richtung Print Cloud. Genau, und letztendlich so ist das ist der Weg, wie unsere Partner und vielleicht später auch Kunden direkt mit dem System arbeiten können. Bisher war das so, dass dieses ganze Handling der Projekte über Werk 2, über unseren Professional Service laufen musste, weil wir einfach die Tools noch nicht zur Verfügung hatten, um wirklich Partner-Enablement hier zu betreiben. Aber mit den Tools haben wir dann entsprechend die Möglichkeit bereitgestellt, dass auch Partner entsprechend mit dem System arbeiten können. Wie man hier sieht, also meine Änderung, oben der Präfix mit dem Test ist jetzt drin. Und diese wunderschöne Farbe, die ich hier unten für den Footer ausgewählt habe, ist auf jeden Fall eindeutig zu erkennen. Also das hat auf jeden Fall funktioniert. Genau, also wir planen auf jeden Fall weiter, mehr Partner zu integrieren, die sowohl über Data Agents als auch über Direktanbindung mit der Print Cloud arbeiten und künftig dann auch unsere Werkzeuge verwenden. Jetzt erst kürzlich, in der letzten Woche, haben wir einen Meilenstein zusammen mit Informatica auch realisiert, eine Direktanbindung mit dem MDM Products 360. Stefan, vielleicht möchtest du das eben zeigen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ach, da ist er. Ganz kurze Frage, die Performance jetzt von dem Test, ja? Ist das so verbindlich? Also ist das die Geschwindigkeit oder ist das jetzt nur aufgrund von der Demo hier so langsam? Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat auf jeden Fall jetzt einmal, das haben wir vor dem eigentlichen Rendering, wurde ja das Deployment durchgeführt. Das heißt, die ganze Paketierung und das ganze Kopieren Richtung Print Cloud ist dann mit drin. Und dann findet auf der Rendererseite gerade bei neuen Projekten zuerst einmal eine Prüfung statt, hat sich denn an dem Projekt was geändert. Es findet ein bisschen was an Vorbereitung statt, zum Beispiel das alte Projekt wird entfernt von unserer Rendering-Instanz. Und das neue Projekt wird ausgepackt. Das dauert beim ersten Mal vielleicht mal ein Sekündchen an Vorbereitung und bei allen sukzessiven Rendering-Jobs passiert das dann nicht mehr. Es kann auch sein, dass man vielleicht mal auf einer anderen Instanz landet und die hat das Projekt bislang noch gar nicht ausgecheckt gehabt. Und dann würde die das auch beim ersten Mal einmal auschecken und dann bei allen Folgejobs wird es schon mal einen Tacken schneller laufen. Und dann kommt es immer darauf an, wie komplex ist tatsächlich das Comet Offline-Projekt. Technisch haben wir dort hinter ja unseren Comet PDF Renderer stehen, der mit diesem Comet-Projekt arbeitet. Wer damit schon mal gearbeitet hat, der weiß ungefähr, wie die Performance davon ist und letztendlich viel schneller können wir hier nicht sein. Wir haben intensive Messungen vorgenommen, also das tatsächliche Rendering ist der Großteil der Performance. Die ganzen Cloud-Komponenten drumherum, die skalieren so wunderbar, das sind eher Millisekunden. Ja, und wenn man das gegenüberstellt mit einer möglichen XSLT-Transformation, die man ja machen könnte, dann wären wir da
in einigen Use Cases nicht an die Performance einer XSLT-Transformation rankommen. Die Motivation, uns zu benutzen, ist aber auch aus meiner Sicht eine andere, denn die typografische Qualität bei Tabellenumbrüchen, bei Seitenumbrüchen ist halt einfach eine ganz andere als bei XSLT-Transformationen. Und man hat mehr Möglichkeiten, selber einzugreifen. Genau. Vielleicht ein Satz dazu noch. Der große Vorteil liegt natürlich in der Skalierung, dank der cloud-nativen Technologien, die wir dort im Hintergrund einsetzen. Ist also nicht vergleichbar mit der Print Suite. Wenn man jetzt tatsächlich so ein Use Case wie Vago betrachtet, dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, um die User Experience möglichst hochzuhalten, auch noch ein paar extra Meilen gehen. Zum Beispiel haben wir jetzt zuletzt bei Vago eine Vorgenerierung und ein Caching implementiert, sodass halt bei Datenupdates zumindest die gängigen Varianten der PDFs vorgeneriert und im Cache gespeichert werden, damit der User dann eigentlich sofort sein PDF bekommt und nicht erst ein paar Sekunden warten muss. Okay. Gut. Stefan. Genau. Also wie es der Christian gerade schon gesagt hat, wir haben das innerhalb von, ich weiß nicht, 3 Tagen oder so umgesetzt und das ist jetzt einfach nur nochmal die andere Seite, jetzt aus einer PIM-Sicht. Spielt aber keine große Rolle. Der Vorteil ist natürlich auch für unsere Kunden, mein Freund kam schon mal das Schlagwort und gibt auch nochmal, glaube ich, morgen Vortrag, Composable Commerce und schnell mal was zusammenstecken und ich möchte eigentlich nicht so schwergewichtig sein. Und da haben wir dann einfach ziemlich schnell herausgefunden, dass das absolut Sinn macht, dass wir da auch zusammenarbeiten. Und eben, was die Datenplattform angeht, mit unserem Product 360 sozusagen hantieren kann. Ich das jetzt hier ein Testsystem, das ist relativ spontan, dass wir die Demo noch machen. Aber da sieht man dann schon oder? Stefan, ein klein bisschen lauter, damit man dich in der letzten Reihe auch hört. Ja. Und ich muss mal gucken, was haben wir denn für Artikel vorbereitet? Den hier auf jeden Fall mal. Also das ist jetzt praktisch die Aufbereitung auf unserer Seite, exemplarisch jetzt mal nur. Aber hier haben wir jetzt einfach ganz spontan für diesen POC eine Feldgruppe hinzugefügt. Das ist natürlich immer individuell auf den Kunden anpassbar, wo wir sagen, okay, es gibt eben die sogenannten Print-Attribute, die sind vordefiniert, da kann ich auch Bilder reinlinken, da kann ich eben sozusagen den mittleren Teil des PDFs machen und unten dann Spezifikationen, die in der Tabelle landen würden und kann dann eben als Anwender ganz elegant einfach einen Knopf drücken, dann, so Gott will, kommt hier gleich PDF erzeugt. Das schicken wir jetzt praktisch in diesem XML, das wir auch kurz gesehen haben, in diesem XML-Format die Daten einfach rüber, das ist kein großer Eck, das ist auch keine, ich sag mal, exklusive Magie von Informatiker, sondern einfach sehr straightforward, das ist auch das, was uns daran so gut gefällt. Und später kann ich dann als Anwender direkt, man merkt schon, wir haben es mit Kameras, dieses PDF mir anzeigen lassen. Das ist jetzt ein PDF, wo man sagen kann, okay, da kann ich mir nochmal zum Beispiel im Governance-Aspekt nochmal alles angucken, was ich gerade definiert habe, wie würde das aussehen. Ich könnte einen Zielkanal emulieren, das könnte auch eine Vorschau auf eine Webseite sein. Also da sind natürlich die Freiheiten unbegrenzt. Man sieht jetzt auch hier, das ist der mittlere Teil, Image Quality, Flexibility, Control. Das ist praktisch das, was hierher kommt. Da haben wir praktisch einfach nur Label und Value gesetzt und die Spezifikationen. Die sind dann eben weiter unten verortet, wo man dann einfach, sage ich mal, auch dynamisch agieren kann. Das Bild kann man sich auch aus dem Kontext des Produktes ziehen und kann dann so mit einem Standard ziemlich schnell agieren und natürlich auch viel mehr Templates generieren, wie man eben möchte. Bei uns dann, das ist ja hier so ein bisschen für uns zum Dämon mit einem Informatiker-Branding, aber später beim Kunden dann pro Tenant, also pro Kunde in unserer Cloud dann eine beliebige Anzahl von Templates, die dann eben an die Use Cases angepasst werden. Also muss man schon sagen, coole Nummer, habt ihr gut gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und Dankeschön. Ich denke, dass da viele Kunden geben wird, die da ihre Freude mit haben werden. Was halt auch sehr leichtgewichtig ist. Da muss man nicht um das ganze PIM-Projekt reden oder das ganze Print-Projekt, sondern das ist eigentlich ja, in ein paar Stunden erledigt. Ne? Wunderbar. Genau. Stefan, vielen Dank. Ja, super, Dankeschön. Genau, das schließt dann auch den Demo-Teil ab. Übergebe ich wieder an Dietmar. Das geht aber jetzt auch ganz schnell und dann gehen wir in die Fragerunde. Weil ist schon ein bisschen spät. Genau. Ja, eine Minute haben wir noch. Roadmap. Q2 2023, da befinden wir uns ja jetzt. Da haben wir ja schon einiges gesehen. Wir haben eine neue Entwicklungsumgebung geschaffen. Wir haben uns mit Python Scripting, das haben wir eben ganz vergessen, beschäftigt. Das wäre jetzt eigentlich in Zukunft unsere favorisierte Programmiersprache innerhalb der Print Cloud.
weil wir glauben, dass es langfristig Vorteile haben wird, aber natürlich C-Skript funktioniert weiterhin im vollen Umfang. Wir arbeiten an verschiedene Upload-Szenarien oder Data-Agent-Szenarien, die unabhängig sind von einem Content-System. Das machen wir zum einen aus Selbstnutz, nämlich um schnell und einfach Präsentationen und Demos machen zu können. Und wir glauben auch daran, dass es für kleinere Publikationen, die einmalig gemacht werden, beispielsweise aus dem CRM-Umfeld, was ich ja eben gesagt hatte, dass man aus dem CRM ein CSV exportieren kann, was ja sehr häufig geht aus dem CRM und dieses dann weiterverarbeiten kann. Was müssen wir auf jeden Fall noch machen? Wir müssen sicherlich das, was wir heute gesehen haben, unser Management-Interface noch weiter verbessern und auch die kleinen Lücken, die es noch gibt, vervollständigen, sodass Partner dürfen das ab sofort benutzen, aber dass auch Partner möglichst ohne Gap und ohne Prozesskettenhindernis damit arbeiten können. Vielleicht, um da ganz kurz einzusteigen, du sagst es jetzt gerade ab sofort. Also ja, wir wollen das Management-Tool bis spätestens Ende dieses Quartals bereitstellen. Also Ende Q2 steht das dann allen Partnern zur Verfügung. Bis dahin, wir haben noch einige Sachen zu tun und ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Da gehen wir vielleicht mit dem einen oder anderen Partner schon mal in den Alpha-Test. Aber Ende dieses Quartals steht das dann allen Partnern, die möchten, zur Verfügung. Auch wir sind ja dann auf Feedback angewiesen, logischerweise. Wir wollen auch an einer Referenzimplementierung arbeiten, die sich dann auch in der Dokumentation, wenn ich mal zu Q4 springen darf, widerspiegeln wird. Denn wir bemühen uns von Anfang an, eine ausreichend gute Dokumentation bereitzustellen. Ich sage extra bemühen, weil jeder, der mit Softwareentwicklung schon mal zu tun hatte, weiß, dass das immer irgendwie ein Problem darstellen kann. Dann vielleicht noch das eine, Introduction of Snippets, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wir haben uns auch natürlich mit verschiedenen Szenarien beschäftigt in der Vergangenheit und dann, wenn es darum geht, personalisierte, größere Umfänge zu machen, also eine Broschüre beispielsweise mit 10, 12, 14, 24 Seiten, dann stoßen wir mit dem Live-Rendern womöglich an die Grenzen. Und dafür wollen wir Services einführen, die sich damit beschäftigen, vorgenerierte Bestandteile oder Teile eines Layouts schon zur Verfügung stellen, sodass wir dann, wenn es zum Aufbau kommt, wenn also eine Person beispielsweise eine Broschüre bekommen soll, dass dann auf diese vorgenerierten Snippets, Layout, Fragmente zurückgreifen kann und wir somit völlig andere Geschwindigkeiten erreichen können, als wenn wir alles immer live rendern. Jo. Langfristig, da steht es noch gar nicht drauf, du hattest eben schon den pixelbasierten Rendering-Vergleich angesprochen. Langfristig, das steht aber absichtlich noch nicht auf der Folie, beschäftigen wir uns auch um weitere alternative Rendering-Methoden. Unter anderem beschäftigen wir uns gerade auch mit einer Methode, die heute auch, glaube heute oder morgen, wo es auch einen Vortrag darüber geben wird, nämlich über Print-CSS. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man könnte es auch zusammenfassen. Weitere Vereinfachungen wollen wir machen. Wir wollen mehr Rendering-Szenarios unterstützen, mehr Publikationstypen. Natürlich wollen wir weiterhin auf jeden Fall mehr Content-Systeme anbinden. Und wir wollen auch das Dashboard einführen, in dem dann auch wertvolle Informationen für denjenigen, der das System benutzt, zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise ein Couponing wäre ja denkbar, so dass man auch sehen kann, wie viele Leute sind denn mit dem Coupon zum Kassensystem gegangen, als Beispiel. Gut, dann sind wir bei Fragen. Kaum überzogen. Gibt es Fragen? Ja, ich hätte eine Frage zu dem Informatiker-Integrator. Ist das nur für die Cloud-Version von Informatik verfügbar oder auch für die On-Premise-Version? Im Prinzip, das, was wir jetzt gebaut haben, ist für die Cloud-native Plattform. Allerdings ist es in dem Sinne unerheblich. Ja. Das gleiche Ergebnis kriegt man
ich würde sagen, in einem sehr, sehr begrenzten Zeitrahmen auch auf der On-Premise-Version von Informatik MDM oder Product 360 umgesetzt. Im Prinzip ist es immer das Gleiche, man folgt eben einem definierten gemeinsamen Template. Also man einigt sich eben sozusagen vertraglich darauf, in welcher Form die Daten ankommen sollen, ist dann hoffentlich so clever, dass man die Form nicht zu starr macht, also sagt, das ist dann dynamisch und da kann dann halt auch mal vielleicht gar keine Spezifikation kommen und dann steht da nicht eine leere Tabelle drin oder so. Ne? Das muss man halt bei uns im Export dann im On-Premise entsprechend abgebildet bekommen, was aber kein Hexwerk ist. Und dann schickt man das ja rüber und bekommt die Response. Und das könnte man dann zum Beispiel im Media Manager ablegen, statt in unserem S3-Bucket von der nativen Cloud oder in seiner eigenen DAM-Umgebung oder auf einem FTP-Server, wie auch immer man das gerne hätte. Und so hat man dann da relativ schnell das Ergebnis. Ja. Gibt es eigentlich dann für einen Offline-PDF-Renderer, also On-Premise-PDF-Renderer, irgendwie einen Migrationspfad, Weg in die Cloud? Noch kein nach Kochrezept, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal die ersten drei Schritte und dann ist alles gut. Das müsste man sich dann wirklich individuell anschauen. Das hängt von vielen Faktoren ab.